Heute gibt es ein vermutlich etwas kürzeres Video und eine Art Monatsrückblick, den ich so noch nicht gemacht habe, weil mein Mai sehr turbulent und, ja, man könnte fast sagen, stressig war. Und ich darüber sprechen möchte, ich auch es einfach fair finde, transparent zu bleiben. Gerade wenn ich in manchen Videos über das ein oder andere Projekt gesprochen habe, dann möchte ich ganz gerne auf meinem Kanal deutlich machen, was daraus geworden ist, euch einfach ein bisschen von meinem Monat erzählen. Und ich habe euch heute nicht viel zu zeigen, sondern es wird ein reines Laber-Video. Manche von euch mögen diese Laber-Videos, manche vielleicht nicht so. Und ich kann jetzt schon versprechen, dass es zumindest in den nächsten Monaten, hoffentlich den Rest des Jahres, das einzige Video in diesem Format ist. Damit meine ich der einzige Monatsrückblick, der so laufen wird. Weil normalerweise, das wisst ihr sicher, habe ich ein Lesemonatsvideo. Manchmal, so wie dieses Jahr häufig, wenn ich zu wenig Neuzugänge habe, um die in ein extra Video zu packen, dann ist es ein Lesemonatsvideo mit Neuzugängen, wo ich zuerst die neuen Bücher zeige, die ich gekauft habe, und dann die Bücher, die ich gelesen habe. Ansonsten sind es zwei getrennte Videos. Und das ist ja ein sehr beliebtes und bekanntes Format auf YouTube und auch eins, was ich sehr oft und sehr viel gemacht habe. Und diesen Monat wird es das nicht geben, weil ich im Mai gelesen habe, aber ja, dazu kommen wir gleich noch, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber jedenfalls gibt es diesen Monat keine Neuzugänge. Ich habe nicht ein einziges neues Buch gekauft, auch dazu werde ich wahrscheinlich noch was sagen, und es gibt keinen klassischen Lesemonat. Da das das bekannteste und beliebteste Format ist, werden jetzt vielleicht einige ein bisschen traurig sein. Ich bin gar nicht traurig, mich stört das überhaupt nicht, dass es das diesen Monat nicht gibt, weil mein Monat anders gelaufen ist und viele Ups und Downs hatte, über die ich jetzt sprechen möchte. Und ich mag das eigentlich. Ich sitze eigentlich ganz gerne vor der Kamera und rede einfach. Obwohl ihr vielleicht wisst, dass ich das nicht so häufig mache. Ich drehe ja zum Beispiel auch keine klassischen Vlogs, wo ich einfach in die Kamera spreche über irgendwas. So, ich habe jetzt in letzter Zeit, seit ich in Berlin wohne, in den letzten 2, 3 Monaten, schon 2-mal ein Laber-Video gemacht. Einfach, weil es so viele neue Umstände gab, über die ich mit euch sprechen wollte. Ich könnte das jetzt hier auch als ein Lasst-uns-reden-Video aufziehen, aber für mich ist es halt kein klassisches Lasst-uns-reden-Video, sondern ein Monatsrückblick. Das hier ist ein Video, was einfach ja, den Monat Mai als Thema hat, und zwar meinen Monat Mai mit allen positiven und negativen Sachen. Wenn euch das nicht interessiert, dann sei euch das verziehen, aber nächsten Monat ist wieder alles normal, will ich mal sagen. Es wird wieder viel gekauft, viel gelesen bei mir auf dem Kanal und auch dann viel gezeigt. Also da kommen wieder ein paar von den klassischen Formaten und ein paar von den neueren Formaten. Auch dazu möchte ich gleich noch was sagen. Ja, der Monat Mai war für mich sehr ambivalent. Ich hatte tolle Zeiten, ich hatte nicht so tolle Zeiten. Der Großteil des Monats, würde ich mal sagen, war eher negativ. Aber ich bin nicht ein Mensch, der sich jetzt megamäßig beschwert, weil ich immer noch einen relativ guten Stand habe. Ich habe keinen so richtig megamäßig hardcore anstrengenden Job. Ich habe das Glück, dass ich einen Job habe, der von Corona nicht betroffen ist und den ich von zu Hause aus ausführen kann. Und ich habe eben den ganzen Mai im Homeoffice gearbeitet und hatte damit tatsächlich an sich kein Problem. Denn wie gesagt, ich werde normal bezahlt, mein Team ist super. Wir sprechen 2-mal die Woche, haben wir Redaktionssitzungen. Und das ist eigentlich total entspannt. Außer, dass natürlich Homeoffice den Nachteil hat, dass Arbeit und Privatleben null getrennt sind. Und es gibt Berufe, wo das sicher auch so ist. Mein Beruf ist gar nicht so. Mein Beruf ist Arbeit und mein Privatleben ist mein Privatleben. Und das hat sich alles so ein bisschen vermischt. Und ich habe auch die Schwierigkeit jetzt im Mai gehabt. Witzigerweise kam ich in den ersten 2 Monaten klar. Ich habe mich zwar trotzdem viel beschwert, weil ich es total ungewohnt fand, im Homeoffice zu arbeiten, aber die Motivation zu arbeiten war trotzdem irgendwie da, weil ich trotzdem, ich bin ja neu in der Firma, ich wollte zeigen, ich kann das, ich hatte trotzdem die Arbeitsaufträge und wollte möglichst schnell und gleichzeitig qualitativ arbeiten, und das hat mir so ein bisschen Druck gegeben. Und je länger ich aber im Homeoffice bin, desto weniger ist der da gewesen. Und jetzt im Mai habe ich auch einfach, das liegt auch viel inhaltlich natürlich an dem, was ich im Mai gemacht habe, dazu sage ich nicht näher was, aber es lag an verschiedenen Faktoren, aber ich habe komplett die Motivation verloren, mich selber aufzuraffen, zu Hause was zu machen. Natürlich heißt es nicht, ich habe aufgehört zu arbeiten. Ich habe trotzdem meinen Job gemacht, aber es wurde schwieriger und hat sich mehr wie Kaugummi angefühlt, was gerade am Anfang eines neuen Jobs nicht so sein sollte und definitiv mehr an der Homeoffice-Situation bzw. meiner nicht vorhandenen Motivation insgesamt lag, die sich auch auf alles andere übertragen hat und die nicht von der Arbeit kam, sondern einfach davon, dass ich nonstop in meinem Zimmer war. Konstant. Ich meine, klar war ich mal draußen zum Einkaufen etc., aber
Gerade im Mai war ich sehr häufig auch woanders. Aber ja, es war irgendwie ein bisschen schwierig zwischendurch. Und gerade gegen Ende des Monats habe ich jetzt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ich bin aber, ich glaube, ich komme wieder so rein und ich hoffe einfach, dass der Juni besser wird. Und meine Stimmung hat auch viel damit zu tun, die einfach im Mai irgendwie down war. Und das hatte zu großen Teilen mit meinem Schreibprojekt zu tun. Dazu komme ich jetzt. Ich überlege gerade, vielleicht packe ich euch Zeitstempel in die Infobox, dann könnt ihr die einzelnen Themen, die euch vielleicht interessieren, euch angucken. Obwohl ich hoffe, dass die meisten von euch an meinem ganzen Monat interessiert sind und da allem, was damit zu tun hat. Ich habe ja mit einem Schreibprojekt begonnen. Falls ihr nicht wisst, was ich damit meine, ich habe darüber in einem Video ausführlich gesprochen, was der Plan war. Und zwar verlinke ich das hier oben irgendwo, genau. Und außerdem habe ich ein Video bereits dazu gemacht, zu meinem Plotting und meinem Vorbereitungsprozess, mit dem ich sehr happy war, auch wenn der sehr kurz war. Und ich glaube, das war mit das Problem. Jedenfalls habe ich das Schreibprojekt begonnen. Ich habe jeden Tag ein Kapitel geschrieben, 2000 Wörter. Ziemlich genau. Also einen Tag hatte ich, glaube ich, nur 1850, einen Tag hatte ich 2100, also aber 2000 ungefähr jeden Tag. Das habe ich 7 Tage lang gemacht und am siebten Tag ging es nicht mehr, weil ich schon am ersten Tag war es noch so, mein Gott, ich habe angefangen, Enthusiasmus, Stimmung, wuhu. Und bereits danach habe ich gemerkt, das lässt komplett nach. Ich habe einfach keine Lust darauf, ich mache das nur, weil ich mir selber was beweisen will. Und das klingt hart, aber es war der Grund, warum ich es gemacht habe. Ich wollte schreiben, um des Schreibens willen, aber nicht, weil ich mega Bock an dem Tag zu schreiben hatte, sondern ich habe mir das Ziel gesetzt, jeden Tag 2000 Wörter. Übrigens, die Wortanzahl war nicht das Problem. Und ich habe mir das Ziel gesetzt, jeden Tag ein Kapitel. Das war schon eher das Problem, weil manche Kapitel einfach nicht so viel hergegeben haben. Aber damit bin ich relativ schnell umgegangen. Das Problem war einfach, dass ich keine Lust auf die Geschichte hatte. Dass ich mir was ausgedacht hatte, was ich in so kurzer Zeit zusammengesponnen hatte, dass ich überzeugt davon war, dass es genial ist, weil ich nur 2 Tage drüber nachgedacht hatte. Und überhaupt nicht weitergedacht hatte. Und mit den Figuren kam ich sogar noch klar. Ich meine, die waren okay, gingen in eine andere Richtung, als ich gedacht hatte, aber die hatten Eigenleben, das war gut, weil das so sein sollte. Aber die Geschichte war einfach nur langweilig. Ich habe mich selber gelangweilt, ich hatte keine Lust, auch nur ein Wort davon zu schreiben. Die Dialoge waren immer noch der beste Teil, weil die Figuren der beste Teil daran waren, weil ich die halbwegs mochte. Auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich liebe die Figuren, ich will unbedingt wissen, was mit denen passiert. Die Geschichte hat es nicht hergegeben. Und damit sage ich nicht, dass die Geschichte grundsätzlich schlecht ist. Ich hatte nur einfach überhaupt keine Lust darauf, sie zu schreiben. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Und das lag, glaube ich, daran, dass ich falsch an die Sache rangegangen bin. Es lag ein bisschen daran, dass die Vorbereitungszeit so knapp war, obwohl ich sagen muss, dass ein Tag für Plot, ein Tag für Zeitebene und so an sich ausreicht. Aber dieser, welche Geschichte will ich schreiben, Teil, der war nur 1,5 Tage lang und der sollte vielleicht mindestens eine Woche sein. Obwohl ich halt, und deswegen dachte ich, dass es funktioniert, ich habe in der Vergangenheit immer die Erfahrung gemacht, je länger ich über ein Projekt nachdenke, desto mehr Zweifel rede ich mir ein. Desto mehr rede ich mir ein, ja, aber will ich das wirklich schreiben? Und dieses Mal habe ich einfach gedacht, nein, du machst es jetzt, du packst dich dahin, du machst es fertig aus und ist schon super und geil. Und das hat dann dazu geführt, dass es in dem einen Fall nicht funktioniert hat. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich so einen Zwischenweg finden muss, dass ich eine Geschichte finden muss, die ich richtig toll finde, dass ich länger als 2 Tage drüber nachdenken muss, dass ich aber auch keinen Monat mehr Zeit nehmen darf, weil sonst meine Zweifel, meine Ängste davor zu versagen, obwohl es nur mein Projekt ist, überhand nehmen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ich habe das gemacht, weil ich mir selber beweisen wollte, dass ich schreiben kann. Also ich weiß, dass ich schreiben kann an sich. Ich bin jetzt kein Stephen King oder so, aber ich meine, ich, ne, kann schreiben. Aber vor allem, dass ich ein Projekt beenden wollte, konnte, weil alles so bis 10, 20 Seiten, kein Problem, habe ich früher schon geschrieben, aber alles, was darüber hinausgeht, ich glaube, 30 Seiten ist das Maximum, was ich jemals geschrieben habe, das sollte auch eine längere Geschichte werden, die ich aus anderen und sehr guten und immer noch stehenden Gründen abgebrochen habe. Aber ich habe nie ein größeres, längeres Buchprojekt beendet und das lag nie an den Ideen, sondern an meinem Durchhaltevermögen. Dass meine Zweifel daran, ob ich das wirklich schaffe, dass meine Motivation, dass es einfach nicht hält. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich jetzt einen Monat nehme und jeden Tag ein konkretes Ziel habe, dass ich dann durchpower. Und das Ziel an sich war nicht das Problem. Das Problem war, dass man kann so viele Ziele haben, man kann so viele Pläne vorher haben. Wenn du das Projekt nicht liebst, bringt dir das überhaupt nichts. Und ich habe das Projekt nicht geliebt und ich habe sehr lange gebraucht, um es mir einzugestehen, weil das ist halt so ein dummer Fehler, wo alle sagen, hä, wie kann dir das passieren? Wie kannst du denn einen kompletten Monat nach etwas planen, wo dein Herz nicht dahinter steckt? Aber das Problem war halt einfach, dass ich so besessen davon war, mir selber zu beweisen, dass ich was zu Ende bringen kann, dass egal gewesen wäre was.
Und das ist definitiv nicht der richtige Ansatzpunkt. Für mich jedenfalls nicht. Ich glaube, dass jeder das sowieso anders macht und jeder hat andere Ambitionen zu schreiben. Und manche zum Beispiel schreiben aus Therapiegründen, manche schreiben auch nur Tagebuch. Das ist ja auch schon Schreiben an sich. Mir ging es wirklich darum, eine Geschichte komplett zu erzählen und fertig zu kriegen. Wobei es mir noch nicht mal um die Seitenzahl ging oder Wortzahl oder irgendwas. Ich will nur einfach das Wort Ende irgendwann mal irgendwo drunter setzen. Und nein, damit meine ich nicht Kurzgeschichten, weil ich habe früher sehr viele geschrieben und finde also im Nachhinein davon nicht viele gut, weil eine Kurzgeschichte sehr schwierig und komplex ist und ich finde meine sehr nichtssagend häufig, obwohl ich sie auch länger nicht mehr gelesen habe, also wer weiß. Ja, und deswegen ist das Projekt gescheitert, weil ich nach 7 Tagen feststellen musste, wenn ich jeden Tag, wie sage ich das? Also es klingt jetzt wirklich blöd und ich habe ein bisschen Schiss, dass ihr jetzt wirklich denkt, wie dumm ist die denn? Also, ne? Und ich verstehe, wenn ihr das meint, aber es ist nicht so einfach, sich einzugestehen, dass das, was man unbedingt durchdrücken will, nicht funktioniert, weil man es komplett falsch angegangen hat und weil es die falschen Motivationen hatte. Ich wollte nur mir was beweisen, niemandem sonst, aber ich war eine Woche lang sehr, sehr down deswegen, als es gescheitert ist. Aber ich habe 7 Tage gebraucht, weil ich so dran hing. Und trotzdem habe ich jeden Tag schon am ersten Tag war es nicht so schlimm. Da habe ich so gedacht, oh mein Gott, ich kann anfangen, juhu. Und am zweiten Tag war ich dann so, okay, das erste Kapitel war richtig scheiße und hatte eigentlich keine Daseinsberechtigung. Aber es war das erste Kapitel, es ist okay, weiter geht's. Die ersten 3 Kapitel haben alle keine Daseinsberechtigung. Aber ich war halt immer so, na gut, das kann ich später noch ändern. Trotzdem hatte ich dementsprechend keinen Spaß daran, sie zu schreiben. Und dann kam ich zu dem Punkt, wo ich dachte, so, jetzt beginnt die Geschichte an sich, jetzt müsste ich eigentlich Spaß dran haben. Und ich hatte immer noch keinen Spaß dran. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht ist es doch die Geschichte und nicht nur, dass ich noch am Anfang der Geschichte bin, sondern die ganze Geschichte interessiert mich nicht. Und ich habe sehr lange gebraucht, weil ich einfach so besessen war. Aber es hätte halt eigentlich schon deutlicher sein müssen, weil ich halt am Anfang schon, also am ersten Tag noch nicht, aber ab dem zweiten Tag schon ein steigendes Unwohlsein hatte, was wirklich zu einem richtig starken Unwohlsein wurde, je weiter es ging, dass ich da gesessen habe und so gedacht habe, okay. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, also weiß ich nicht, um 5 bin ich fertig, um 6 fange ich an oder um 7, setze ich mich dran und ich brauche für 2000 Wörter ungefähr 2 Stunden. Also eigentlich ziemlich genau 2 Stunden, manchmal nur 1,5, je nachdem. Und habe die dann fest eingeplant, habe dann gesagt, okay, von 7 bis 9. Ich bin übrigens immer noch der Meinung, dass es an sich eine gute Idee ist, aber nur, wenn du das Projekt liebst und nur, wenn man eine Art regelmäßiger Schreiber ist. Und ich glaube nicht, dass ich es bin, was die Tageszeit angeht. Ich habe kein Problem damit, mir jeden Tag ein Ziel zu setzen und ich glaube, dass das auch tatsächlich weiterhin nicht das Problem ist. Auch mein Plotting-Prozess war nicht das Problem. Aber wenn ich ein Projekt habe, was ich nicht liebe, so wie ich es lieben sollte, und ich finde, als Schreiber musst du das, was du schreibst, interessant genug finden, um wirklich damit weiterzumachen. Und wenn das dann dazu führt, dass man aufwacht und denkt, pff, also ich meine, so richtig Lust zu arbeiten habe ich nicht, aber das, was danach kommt, ist noch blöder und ich habe gar keine Lust drauf. Ich mache das jetzt nur, weil ich es mir selber vorgegeben habe. Also ich glaube, meine Freunde haben mich ein bisschen verrückt gehalten und haben so gedacht, warum hörst du nicht auf? Warum machst du das denn? Warum schreibst du nicht einfach am nächsten Tag weiter? Aber ich war so besessen, dass ich so dachte, ja, wenn ich aber jetzt aufhöre, dann höre ich ganz auf. Und am 7. Tag habe ich dann mir einstehen müssen, ja, dann musst du halt ganz aufhören. Dann ist es halt gescheitert. Und ich weiß nicht, warum ich vom Scheitern Angst hatte, weil es wirklich nur mein Projekt war. Jedem anderen war es scheißegal. Natürlich haben sich alle für mich gewünscht, dass das was wird, so ungefähr, aber ich glaube, den meisten Schreibern und vielleicht auch den meisten, die darüber was hören, ist wichtiger, dass man Spaß dran hat. Und ich hatte keine Minute Spaß am Schreiben. Und ich hatte früher immer Spaß am Schreiben, an jedem Projekt, das ich gemacht habe. Und da war es mir nicht egal. Ich war auch da so ein bisschen meh, wenn ich es nicht beendet habe. Aber diese Besessenheit hat dazu geführt, dass ich eine Woche lang mich richtig fertig gemacht habe, weil ich es nicht beendet habe. Und das hat was mit mir gemacht, sodass der Rest meines Monats so ein bisschen, ne? Ich wollte auch danach nicht lesen, weil ich so dachte, nee, ich fühle mich furchtbar. Ich habe so eine Art Selbst, ja, ich will nicht Hass sagen, weil das Wort ist mir zu stark, aber so eine Art Selbst, ja, Wut entwickelt irgendwie, dass ich so dachte, boah, wieso hast du nicht mal das hinbekommen? Du kannst nicht mal mehr als 7 Tage schaffen und wie hast du es denn hinbekommen, eine Geschichte zu schreiben, die dich nicht interessiert und so weiter und so fort. Und ja, das war ziemlich dramatisch. Dann habe ich aufgehört, vor allem, weil ich ja groß angekündigt hatte, dass ich mehrere Videos auf YouTube mache und dann kam ein Video und danach kommen keine mehr. Und ich kam mir selber so verarscht vor. Ich war so wütend auf mich selber für eine Woche. Und das hat dafür gesorgt, dass mein Mai dann ein bisschen runterging. Ich meine, ich hatte zwischendurch ganz coole Sachen, einen Geburtstag von einer Freundin und so, viele Telefonate, ein paar ganz lustige Momente, dass der Monat nicht an sich scheiße war. Aber dieses Schreibprojekt und vor allem das Scheitern dessen war dann wirklich so, dass ich dachte, vielleicht bin ich kein Schreiber. Vielleicht bin ich einfach nicht dafür gemacht, obwohl das kompletter Bullshit ist. Ich sag nicht, ich bin mega dafür gemacht, aber wenn man überlegt, wie viele Projekte man nicht beendet, jeder übrigens,
Also auch die bekannten Schriftsteller haben nicht alle ihre Projekte beendet und umgesetzt, schon gar nicht veröffentlicht. Und scheitern ist halt total normal. Aber für mich war das halt wirklich so ein, ich wollte mir einmal beweisen, dass ich das kann und habe es wieder nicht geschafft. Und ich war richtig, richtig down. Ich bin es immer noch ein bisschen, ich kann inzwischen ein bisschen besser damit umgehen, aber ja, es ist schwierig tatsächlich. Und deswegen war dann mein Monat so ein bisschen schwierig. Und dann habe ich beschlossen, okay, wenn ich so down bin, und das klingt jetzt richtig krass, aber es ist wirklich jedes Mal so, wenn es mir so mies geht, wie es mir an dem Punkt geht, dann hilft nur eins, und zwar Harry Potter. Das heißt, ich habe beschlossen, dass ich alle 7 Harry Potter Bücher nochmal lese. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe zwar nur 3 davon in der Hufflepuff Edition, aber ich habe meine 7 Bücher, die ich aussortiert habe, weil sie nicht zusammen ins Regal passen und mir ein bisschen zu zerlesen sind, aber hauptsächlich, weil sie nicht die gleiche Größe haben, hatte ich schon aussortiert, aber noch nicht weggegeben. Und dann habe ich mir diese 7 Bücher genommen und ja, mich hingesetzt und alle 7 Harry Potter Bücher in 8 Tagen gelesen. Komplett. Ich habe es geliebt, ich bin drin eingegangen. Ich meine, ich bin halt wirklich, ne, in die Bücher reingetaucht und es war so, so toll. Und danach habe ich die Filme mir nochmal angeguckt, die ich auch sehr, sehr liebe. Die sind natürlich nicht die Bücher, also wenn ihr die Filme kennt, müsst ihr die Bücher lesen. Aber das war dann mein Monat. Ich habe einen Reread-Monat gemacht. Ich meine, ich hatte viel mehr Pläne. Auch da bin ich wieder mal gescheitert, weil ich gedacht habe, okay, ich lese Harry Potter. Danach habe ich noch 2 Wochen. Dann lese ich noch Der Joker. Dann lese ich noch Saeculum. Also wirklich, ich hatte mir einen Plan gemacht, welche Bücher ich nochmal rereaden will. Diese Bücher sind immer noch auf der Liste, aber die Liste ist auf August, September verschoben, weil ich so gedacht habe, ich werde im Herbst ganz gerne nochmal so einen Monat machen. Wahrscheinlich September ist am wahrscheinlichsten, denke ich. Und ja, das war dann der Plan. Und der hat dann wieder nicht hingehauen, weil ich beim Lesen von Der Joker gemerkt habe, dass ich so viel gelesen habe durch Harry Potter, weil ich nonstop gelesen habe in der Woche. Das war die Woche, nachdem ich gescheitert bin. Und ich war komplett allein in der Woche. Ich hatte auch keine Meetings. Ich kenne auch in der Stadt halt niemanden. Und ja, ich habe nur gelesen, durchgehend. Und ich glaube, das war halt super, weil ich die Welt liebe. Aber danach brauchte ich eine Pause und habe das nicht wirklich wahrgenommen. Habe dann mit der Joker angefangen und ja, das war ein Buch, was ich früher geliebt habe, wo ich heute sagen würde, nö, muss ich nicht nochmal lesen. Das wusste ich aber am Anfang nicht. Und dann habe ich gelesen und gelesen und nach 140 Seiten hatte ich keine Lust mehr. Was bei einem Reread mir weniger wehtut, weil ich mir denke, naja, ich habe es schon mal gelesen früher und ich kann es auch jederzeit nochmal zur Hand nehmen, wenn es im Regal steht. Es zählt für mich ja trotzdem schon als gelesen. Und dann habe ich das gelassen. Und das war okay, es war auch definitiv die gute Entscheidung. Aber seitdem habe ich nichts mehr gelesen. Ich habe auch keine neuen Bücher gekauft, weil ich tatsächlich einen Monat haben wollte, wo ich kein einziges neues Buch kaufe, weil ich ein paar Kaufpläne für Juni habe. Und ja, da wird einiges auf euch zukommen, auch in Bezug auf Juli. Und da wird auch einiges auf euch zukommen. Also auf meinem Kanal werden richtig tolle und spannende Sachen noch passieren. Nur nicht im Mai. Also der Mai, ich meine, ich will nicht sagen, dass der Mai furchtbar war, weil ich habe ein paar Formate gemacht, die ich geliebt habe. Und die meisten sind super gut angekommen. Finde ich wirklich toll. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche davon ihr am besten fandet. Was findet ihr, was ich nochmal machen sollte? Und ja, dementsprechend YouTube-mäßig lief es super. Ich hatte tatsächlich auch nur eine Woche, wo ich keine Lust hatte, Videos zu machen. Die Woche, in der ich gescheitert bin. Und habe dann gedacht, okay, dann mache ich am Ende der Woche ein Video, wenn mir danach ist. So habe ich es auch gemacht. Und ich finde, das ist auch okay. Also ich habe auch meinen Plan aufgegeben, immer an 2 ganz festen Tagen in der Woche hochzuladen. Der Plan ist einfach 2 Videos die Woche. Und das halte ich auch mehr oder weniger durch. Und wenn es mir richtig mies geht, dann eben nicht. Und da bin ich sehr viel lockerer geworden als früher. Und also YouTube läuft okay. Nicht überragend, aber relativ gut. Ich war sehr happy, wie gut die Videos ankamen und ja, wie viel Rückmeldung ich teilweise bekommen habe. Kanalmäßig ist also alles in Ordnung soweit. Instagram habe ich schon wieder vergessen. Ich habe den ganzen Monat nichts gepostet auf Instagram und ich hatte auch nie Ambitionen darauf. Also Instagram nutze ich super gerne, um in den Stories mal was mitzuteilen, um meine Videos zu promoten. Aber irgendwie Fotos machen ist irgendwie nicht so meins. Aber hauptsächlich hatte ich halt so eine eigene Krise, so eine Selbstkrise. Und ich hatte, manches lag daran auch, dass ich einfach sehr wenig Menschen gesehen habe in der Zeit. Ich habe durchaus Menschen gesehen. Und meine Mitbewohnerin war eine Weile verreist, die ist jetzt wieder da. Das heißt, gegen Ende Mai wurde es deutlich besser. Aber die ersten 3 Wochen waren sehr, sehr hardcore. Und ich habe lange nicht gemerkt, dass dieses Homeoffice-Ding, sehr lange drin sein, das macht schon was mit einem. Und in meinem Fall, wenn ich sehr lange drin bin und einen krassen Misserfolg habe, der psychisch was mitmacht, ist nicht so eine gute Kombination. Und ich würde sagen, bisher einer meiner schlechtesten Monate. Normalerweise habe ich ja auch einen schlechten Januar. Also Januar, Februar sind bei mir sehr häufig, also besonders Januar ist sehr häufig ein Monat, der gar nicht gut läuft und der so ein bisschen mit negativer Stimmung besetzt ist und mit Langeweile und mit Mäh.
Das war dieses Jahr nicht so, dafür war der Mai so. Nicht komplett, ich hatte wie gesagt durchaus gute Tage und das Wetter war durchaus toll zwischendurch. Aber ich hatte auch Tage, wo es mir einfach richtig mies ging. Ich hatte eine Woche, in der gar nichts ging. Und ich finde das okay, aber ich wollte mit euch nur drüber sprechen, falls ihr euch fragt, was ist aus dem Projekt geworden? Das ist aus dem Projekt geworden, es ist gescheitert. Ich sage übrigens nicht, dass ich nie wieder schreibe. Ich bin gerade dabei, ein paar andere Ideen einfach im Kopf durchzugehen. Und aufzuschreiben in Notizbücher, aber nicht schreiben, irgendwas zu planen, weil ich mir jetzt wirklich denke, okay, ich habe sonst immer versucht, innerhalb von einem Monat das grobe Grundkonstrukt zu haben. Was ist, wenn ich einfach mir so lange Zeit lasse, wie möglich, bis ich selber den Zwang fühle, es zu schreiben, weil ich so Bock drauf habe. Und das ist, was ich gerade mache. Also ich versuche gerade das Gegenteil, um vielleicht zu gucken, ob ich tatsächlich jemand bin, der einfach 10 Jahre für ein Buch braucht. Wenn es so ist, ist es okay. JK hat 10 Jahre gebraucht für den ersten Harry Potter Band. Ich kann damit leben. Sie war 25, ich bin 25. Vielleicht soll es ja was werden. Und wenn es nichts wird, dann geht meine Welt damit auch nicht unter. Ich will sowieso kein Schriftsteller im eigentlichen Sinne werden. Ich hatte nur früher immer mega viel Spaß am Schreiben und bin jetzt halt so, dass ich mir denke, aber warum denn nicht jetzt auch? Und nach dieser Erfahrung brauche ich ganz viel Zeit, um wieder reinzukommen, um wieder was Neues anzufangen. Aber ich sage nicht, dass ich es aufgebe oder so. Ich sage nur, ich brauche jetzt, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz und ganz viel anderes dazwischen. Und ich konzentriere mich im Juni und Juli sehr stark auf YouTube. Neue Bücher kaufen. Jetzt hat alles wieder auf und ich liebe Büchershopping. Habe ich einen Monat gar nicht gemacht. Im Juni geht es wieder los. Bücher kauf, Bücher kauf, Bücher kauf. Natürlich auch Bücher vom Sub weglesen. Und das Projekt für Juli planen, was einfach riesig wird und mich so freut. Ich habe da mega Bock drauf. Wahrscheinlich guckt sich kein Schwein an, weil bei den Formaten, die man sehr lange plant und wo man richtig viel Arbeit reinsteckt, das sind manchmal, in meinem Fall sind es ja häufig welche, die sehr speziell sind und wo dann halt einfach keine Lust drauf hat. Aber ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird ziemlich cool. Und ich hoffe einfach, dass der Juni deutlich besser wird als der Mai. Aber ich wollte euch nur kurz gesagt haben, warum ich jetzt keine Neuzugänge und keine gelesenen Bücher zeigen kann. Warum ich über das Schreibprojekt nur Negatives zu sagen habe. Ich lerne natürlich draus, aber ja, das wollte ich nur kurz gesagt haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Hoffentlich nur Positives. Wie geht ihr denn mit Schreibprojekten um? Hattet ihr schon mal diese Art Failure ja wahrscheinlich nicht, weil so blöd ist halt keiner. Aber diese ähnliche Art, dass ihr es einfach nicht beendet habt. Und ja, wie geht ihr damit um? Wie sorgt ihr wieder dafür, dass ihr wieder angreift und wieder neu aufsteht? Das finde ich nicht immer so einfach. Genau, das war's von mir und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!